In Wien war ich schon in Freibädern schwimmen. Doch leider ist dann der Bademeister zu mir gekommen und sagte, das geht so nicht, dass ich mit dem Burkini hier schwimme und die Kinder wollen das nicht, dass ich hier schwimme. Das hat mich natürlich auch verletzt, weil ich meine, jeder darf sich einfach anziehen, wie er will. Ob Bikini, Burkini oder irgendwas, ist doch wurscht. Burkini ist was ganz anderes. Das ist die progressive Muslime, die moderne, manchmal auch linke Muslime, die sich beschließt, okay, ich möchte schwimmen gehen, ich möchte das Wasser genießen, den Strand, die Sonne, aber ich möchte es eben, ich möchte mich nicht nackt zeigen, ich möchte es im Burkini tun. Und es wird wahrscheinlich verboten, weil die rechten Populisten, die meist männlichen Politiker, versuchen auf dem Rücken von Frauen ihre Politik, ihre Hetze und ihre Propaganda zu betreiben. Und Frauen waren ja jahrhundertelang davon betroffen, dass auf ihren Rücken oder dass sie instrumentalisiert wurden für irgendwelche rechte Politik, sei es jetzt islamische rechte Politik oder europäische rechte Politik, männliche rechte Politik. Wenn Politiker sagen, wir möchten damit die Frau befreien, woher können die bitte wissen, was die Frau will und was sie denkt? Ich meine, wenn ich jetzt mit meinem Burkini schwimmen gehe, heißt es dann, dass ich ausgeschlossen bin. Und wenn ich frei herumgehe, heißt es dann, dass ich ganz frei bin und machen kann, was ich will. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Für mich ist feministische Politik, die Menschen selbstbestimmt handeln lässt, selbstbestimmt auch entscheiden lässt, wie sie sich tragen wollen, wie sie sich kleiden wollen, was sie tragen möchten oder was sie nicht tragen möchten. Und um das sollte es letztendlich gehen. Es hat halt mit der allgemeinen islamophoben Stimmung für mich zu tun, die in Europa leider irgendwie die Tendenz immer stärker wird und dass halt manche glauben, sie könnten jetzt irgendwie durch Verbote irgendwie eben angeblich gegen den extremen Islam vorgehen, ne? Also gegen den extremistischen, fundamentalistischen. Aber ich denke, dass wahrscheinlich genau das Gegenteil leider damit geschürt wird, nämlich dass die Kluft nur irgendwie noch größer wird und dass man genau den Extremisten, egal ob jetzt auf rechtskonservativer Seite in Europa oder eben auf fundamentalistisch-islamischer Seite, irgendwie dazu arbeitet.